und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Tauschpaket-Video für dich. Und zwar habe ich mit der lieben Laura von Laura's Beauty Paradies auf Instagram, ist die sehr aktiv. Ich blende euch hier mal ihren Instagram-Namen ein. Genau, habe ich ein Tauschpaket gemacht. Sie hat ihr schon hochgeladen, weil das mit Instagram alles etwas schneller geht. Und ich irgendwie auch im Lernstress war. Ich mache jetzt am Wochenende, also wahrscheinlich jetzt, wenn ihr das Video schaut, meine Prüfung zum Cambridge Certificate Level B2. Drückt mir ganz fest die Daumen. Also diese und nächste Woche, Samstag, bin ich da im absoluten Prüfungswahn. Naja, auf jeden Fall, hier ist das Tauschpaket. Und das möchte ich gerne mit euch zusammen aufmachen. Ich bin wirklich gespannt, was drin ist. Es war das Motto so ein bisschen weihnachtlich angehaucht, Weihnachtsstimmung schenken. Und ich bin ganz gespannt und nehme euch einfach mit auf die Reise. Wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt einfach dran. Holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück, genießt die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein. So sieht das Paket aus. Wunderschön. Also da lachen mich direkt die schönen Weihnachtsfarben an. Finde ich großartig. Wir fangen einfach mal an hier mit einer Karte. Frohe Weihnachten. Oh, schön. Ich freue mich so auf Weihnachten. Auch wenn ich das irgendwie anstrengend finde, wenn das so kalt und windig und nass wird draußen. Aber es wird gemütlich. Man hat den Kamin an und trinkt sich einen Tee und macht die Kerzen an. Ich finde das schön. Ich bin ein Weihnachtsopfer. Oh mein Gott. Sie hat unheimlich viel reingeschrieben. Hui. Hallo liebe Claudi. In diesem Tauschpaket findest du alle meine Lieblingsprodukte, die perfekt zu Nikolaus und Weihnachtszeit passen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken und viel Freude beim Testen. Deine Laura. Laura, ich bin wirklich gespannt. Achtung, kleiner Spoiler. Okay, ich gucke jetzt nicht rein in den Spoiler. Ich mache die Produkte einfach nach und nach auf und im Nachhinein lese ich mir dann nochmal die Karte durch und schaue, was du dazu geschrieben hast. Das ist doch mal ein Deal. So, Karte stelle ich mich hier hin. Du hast genau wie ich hier einiges an Krüsselpapier drin, weil das ist einfach... damit wir die Produkte besser schützen können und damit die auch ordentlich wieder ankommen. Ist immer super. Oh, ich finde diese kleinen Verpackungen immer so niedlich. Ich finde die toll. Sowas mag ich. Oh, das riecht gut. Und das ist hübsch. Ich muss es ganz vorsichtig aufmachen, weil dann kann man das auch wiederverwenden und muss es nicht wegschmeißen. Sowas mag ich ja. Oh nein, wie süß. Oh, das ist eine kleine Marmelade. Das finde ich super. Ich liebe Marmelade. Ich esse auf Arbeit zum Frühstück immer ein Käsebrot und mache mir dann immer Marmelade drauf. Ich mag's. Nicht jeder mag das. Mögt ihr das auch? Dann stimmt mal hier oben ab, ob ihr auch gerne Käse mit Marmelade mögt oder ob ihr vielleicht ganz verrückt seid und sogar Käse mit Nutella mögt. Ich bin gespannt. Naja, auf jeden Fall ist hier eine kleine Marmelade drin, die ich total süß finde. Von Bon Maman steht hier drauf. Finde ich toll. Yum, yum, yum. Das gefällt mir, das finde ich lecker. Und wie gesagt, dieses hier kann man super wiederverwenden. Ach, herrlich. Hier haben wir noch so ein kleines Paketchen drin in Gold. Rot und Gold, das sind ja die Farben schlechthin für Weihnachten. So muss auch der Tannenbaum immer sein, finde ich. Oder so silberblau, das finde ich auch total schön. Wie kriegt man das denn auf? Oh, Akazienhonig mit Frühtracht. Ach, Honig finde ich super im Tee. Ich liebe Tee mit Honig. Das ist sehr gut für die Stimme, sehr gut für den Hals. Ja, vielen, vielen Dank. Richtig geil. Akazienhonig. Oh, lecker. Aber Laura, ich bin jetzt gerade neugierig. Was ist das für eine Marmelade und wie riecht der Honig? Ich will mal kurz, nur kurz. Das wird ja auch schnell dann gegessen. Ist ja noch zu. Ah, krieg ich nie auf. Krieg nie auf. Ich krieg das nicht auf. Bei Großen muss man draufhauen. Das hier auch. Wenn ich schon an so einem kleinen Gläschen... Ich krieg's nicht auf. Doch, jetzt ist es auf.
Ich glaube, das ist Erdbeermarmelade. Yum, 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 yum. Oh, die riecht gut. Die wird sehr schnell vernichtet werden. Und der Akazienhonig? Der geht besser auf. Gut. Vorsichtig. Oh, der riecht auch schön würzig. Der riecht wirklich gut. Mag ich, mag ich, mag ich. Oh, ich finde solche Gläschen auch so niedlich. So kleine, süße Gläschen. Ja. So, hier ist jetzt was ziemlich Großes drin. Ich glaube, das ist eine klassische Amazon-Geschenkverpackung, würde ich mal so sagen. Wow, da sind ganz viele Produkte drin. Und zwar fangen wir an. Black Hat Peel-Off Mask. Sehr, sehr gut. Die habe ich noch gar nicht ausprobiert von Yuti. Das habe ich schon mal im Rossmann, im DM gesehen. Finde das aber ziemlich teuer, diese Marke. Aber geil, jetzt kann ich die ausprobieren. So eine ganze Tube. Ja gut, dann ist der Preis halt auch gerechtfertigt, ne? Richtig, richtig geil. Ich als Maskenfan freue mich über sowas immer. Danke! Was ist denn noch hier in der Packung? Von Yves Rocher, geil. Mango Koriander. Eine Body Lotion. So sieht die aus. Die gefällt mir. Die riecht gut. Mango Koriander. Sowas finde ich ja ganz interessant, ne? Das ist ja ganz fruchtig, würzig dann wahrscheinlich. Koriander, das kenne ich nur im Essen, ernsthaft. Aber die riecht gut. Die riecht nicht zu sauer oder zu fruchtig, sage ich mal, sondern die riecht wirklich angenehm und die fühlt sich schön auf der Haut an. Wirklich schön pflegend, zieht relativ gut ein und das finde ich perfekt. Geil. Und Yves Rocher, ich habe ja auch was von Yves Rocher tatsächlich reingepackt, hatte ich auch schon länger nicht mehr in Verwendung als Produkt. Deswegen freue ich mich da umso mehr drüber und drauf und dran. Geil. Dankeschön. Das finde ich cool. Das ist mal, ja, was Neues. Ach was. Ein Macadamia Lippenpflegestift von Yves Rocher. Den lasse ich jetzt erstmal zu, weil ich habe noch den einen oder anderen offen. Aber Macadamia liebe ich. Ich liebe Macadamia-Nüsse. Diese, ne, ganz normalen, die man so essen kann. Richtig lecker. Und wenn das halt auch so riecht, dann ist das mega was für den Winter und mega was für mich. Richtig geil, freue ich mich drüber. Und echt mal wieder was von Yves Rocher in meinem Sortiment. Geil. Hier habe ich von Balea Coconut Kiss eine Spülung und Shampoo. Zwei drin. Ach, das ist ja witzig. Ich mag nicht so gerne Kokos, bin ich ehrlich. Mal gucken, ob ich das mag. Okay, ich rieche gerade nur noch die Bodylotion hier überall. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss diesen Geruch hier irgendwie wegkriegen, damit ich was anderes riechen kann. Kann was werden. Kann was werden, muss aber nicht. Ich denke, ich werde es mal austesten. Weil so auf den ersten Schnupper riecht das eigentlich ganz gut. Ja, und ich finde es ja mega witzig, dass das hier 2 in 1 ist, ne? Also richtig cool. Vor allem, weil bei mir Shampoo und Spülung immer relativ gleichzeitig auch leer werden. Deswegen, interessantes Produkt habe ich noch nie vorher gesehen. Witzig. Richtig witzig. Ich werde es ausprobieren. Dankeschön. Es wäre auch tatsächlich mal was mega Geiles für eine Reise oder so. Aber ich reise nicht so viel. Muss ich gestehen, ich bin ja nicht so der Reisefan. Aber du, zu Hause kann man sowas auch benutzen. Tja. Wenn ich im Urlaub auf Terrassieren bin. Eine Nivea-Handcreme. Die kenne ich, die habe ich auch schon. Die ist richtig, richtig gut. Da ich die aber schon habe, werde ich die wahrscheinlich dann weitergeben. Sei mir bitte nicht böse. Ich finde die aber richtig geil. Also die pflegt wirklich richtig gut die Haut und ist reichhaltig, gerade super für den Winter geeignet. Also die mag ich richtig gerne leiden. Da hast du dir ein sehr gutes Produkt ausgesucht, aber ich habe es halt leider schon. Dann von Catrice ist eine wunderschöne Nagellackfarbe. Die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und ich mag diese Iconails Nagellacke von Catrice tatsächlich richtig gerne. Habt ihr es ja in diesem Lila mit so einem Schimmer. Und da ich das ja nur auf den Füßen trage, ist das großartig. Das ist eine richtig geile, langanhaltende Nagellack.
Reihe, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen bin ich froh, dass du mir den reingepackt hast. Finde ich cool, dankeschön. Ja. Damit ist das Beutelchen leer und das ist ein cooles Beutelchen. Das kann ich auch weiterverwenden. Und hier hast du mir jetzt einige mega coole Badesalze von Schwerkelmonden reingepackt. Oh, wie geil. Da haben wir einmal Sweet Apple Pie Hugs, Schmusewonne Badeschaum. Bei sowas bin ich immer so traurig, dass wir keine Badewanne haben, aber ich finde sowas so schön. Ich liebe Triakelmond, ich liebe die Düfte. Oh, das riecht so geil. Oh, Sweet Apple Pie Hugs, oh ja, das riecht richtig nach einem Winterbad. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Süß und sanft und warm, so riecht das auf jeden Fall. Dann The Dreamcatcher, Traumreisebadeschaum. Oh, geil. Oh ja, nach Vanille. Ich liebe Vanille. Oh. Lazy Chai Tee, eine Denkpause-Badeschaum mit Chai, Mimosa und Kirsche. Oh, ich will eine Badewanne haben. Oh, riecht das gut. Warm Cinnamon Nights, Kuschelglück Badeschaum. Oh. Das riecht richtig schön nach Zimt hier. Oh, danke schön. Mir wurde empfohlen, dass ich das tatsächlich mal als Fußbad nehmen soll, aber so viele Fußbäder, wie ich mittlerweile Duschschäume habe, kann ich gar nicht machen. Das heißt, der ein oder andere wird weitergegeben, entweder in einer Verlosung oder ich werde das an Familienmitglieder oder Freunde weitergeben. Aber ich werde es leider nicht benutzen können. Mangels Badewanne. Leider. Aber die sind so toll, die sehen so schön aus und die riechen so gut. Ich glaube, wir müssen jetzt unser vor 2 Jahren frisch renoviertes Badezimmer nochmal neu machen. Nur damit ich eine Badewanne kriege. Aber du hast mir auch noch was reingepackt, was ich definitiv auch in der Dusche benutzen kann. Und zwar von Kneipp. Hauchzartes Cremeöl-Peeling mit Mandelmilch und Mandelöl. Oh, richtig schön. Da freue ich mich richtig drauf. Denn das andere, was du mir mit reingelegt hast, das verwöhnende Cremeöl-Peeling mit Kamelie und Argan, das habe ich tatsächlich schon benutzt. Und ich liebe, liebe, liebe es. Es ist so angenehm, dieses Creme-Gedöns und Cremeöl-Gedöns, das bleibt so richtig lang anhaltend auf der Haut und es fühlt sich so schön an. Oh, mega cool. Sanftes Zuckerpeeling und nährende Ölcreme. Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Mega geil, freue ich mich drauf. Dankeschön. Geile Produkte. Ja, das wird mir wie immer Spaß machen unter der Dusche. Geil. Dann hast du mir noch reingepackt, zweimal von Balea, die Fußmaske mit Babassu und Macadamia-Nussöl. Mega, habe ich schon ausgetestet, finde ich total super. Dankeschön. Ideal auch für die Nacht, kann ich bestätigen, habe ich auch schon so getestet. Ja, danke. Für schöne Füße. Weil man muss seine Füße ja pflegen. Und von Essie hast du mir was reingelegt. Nailsticker. Die werde ich leider nicht benutzen, weil ich habe ja Gelnägel. Da mache ich mir keine Nagelsticker drüber. Das hat relativ wenig Sinn. Hier in einem Luftpolsterbriefumschlag. Das ist das letzte hier in der Box. Von Revolution. Ein Rainbow Highlighter. Total witzig. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal für eine, für einen Adventskalender gekauft. Für eine Freundin. Ganz, ganz lieb. Die liebe Fiona, ihr kennt sie. Sie hat mir ein kleines Paket gepackt zu meinen 1000 Abonnenten. Das ist ja total lieb. Und dann hat sie jetzt von mir einen Adventskalender gebastelt bekommen, weil sie mir ein paar Kissenbezüge näht. Und nächste Woche bekommt sie den Adventskalender auch. Achtung, Spoiler, das ist drin. Ja, aber richtig geil. Den habe ich nämlich selber gar nicht ausgetestet. Und jetzt kann ich ihn austesten. Dankeschön. Voll schön. So, und jetzt kann ich mir auch endlich die Karte durchlesen, was du hier so draufgeschrieben hast als Spoiler. Bodylotion. Das ist die. Ist immer sehr wichtig zu dieser Jahreszeit. Und da benutze ich die von Yves Rocher sehr gerne. Werde ich jetzt auch machen. Hier hat sie geschrieben, Parfüm, eines meiner Favoriten. Ich habe kein Parfüm mehr drin.
Kein Parfüm? Ich weiß nicht, was du meinst. Aber das ist nicht drin. Welches Parfüm meinst du? Schreib mir das doch gerne mal. Badezusatz. Das sind die von Triacle Moon. Wenn ich an die kalte Jahreszeit denke, dann denke ich immer ans Baden. Ja, das ist wahr. Aber leider kann ich nicht. Gesichtsmaske. Das ist die. Eine Gesichtsmaske darf natürlich auch nicht fehlen. Und perfekt für deine Maskenvideoreihe. Da hast du vollkommen recht. Fußmaske. Mal eine etwas andere Maske. Das stimmt. Aber eine sehr, sehr gute und reichhaltige und pflegende Maske. Die ich jedem ans Herz legen kann. So. Nagelsticker. Das sind die von Essie. Perfekt für die Weihnachtszeit. Ja, wenn man keine Gelnägel hat, ne? Also sie sind schön, ne? Das ist auch schön so gestreift. Finde ich auch echt witzig. Beziehungsweise so mit goldenen Punkten drauf. Aber ich kann es leider nicht verwenden. Lippenpflege darf nie bei mir in der Handtasche fehlen. Das stimmt. Und von Lippenpflegen habe ich mindestens eine in jeder Handtasche. Highlighter. Das ist das hier. Den liebe ich über alles. Okay, dann werde ich ihn auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Peeling. Mein liebstes Peeling, hat sie geschrieben. Kann ich unterschreiben. Geiles Peeling. Handcreme, da meint sie wahrscheinlich diese. Ganz wichtig und darf ebenfalls nie bei mir in der Handtasche fehlen. Da hat sie recht. Das ist auch sehr wichtig. Shampoo bzw. Spülung haben wir hier. Ich liebe die Shampoos und Spülungen von Balea und fand diese Verpackung ganz praktisch. Das stimmt, ich sag die ganze Zeit, das stimmt. Ne? Da hat sie vollkommen recht. Mystery Box. Und was selbstgemachtes darf nicht fehlen. Hat sie die Marmelade selber gemacht? Das finde ich ja cool. Laura, hast du die selber gemacht? Mega. Mega, mega geil. Cool. So ihr Lieben, das war schon mein kleines Unboxing von meinem weihnachtlich angehauchten Tauschpaket mit der lieben Laura. Vielen, vielen Dank, Laura. Das sind richtig niedliche, schöne Produkte. Die haben mir echt gut gefallen. Ja, ich habe ja schon gesehen, dass du dich über die Produkte, die ich dir geschickt habe, auch schon sehr gefreut hast. Siehst du, haben uns gegenseitig glücklich gemacht. Das ist doch das, was vor allem in der Weihnachtszeit echt zählt, ne? Dass man sich gegenseitig was schenkt, kleine Überraschungen macht, eine Freude macht. Und ja, das sollte man vielleicht mal das ganze Jahr über machen. Das finde ich auch immer schön. Aber gerade in der Weihnachtszeit denkt man daran, sage ich mal so. Vielen, vielen Dank. Echt geile Sachen. Werde ich größtenteils ausprobieren und testen und benutzen. Ja. Und an alle anderen, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extremst drüber freuen. Ja, dann würde ich einfach sagen, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke euch hier oben meine Playlist zu den ganzen Tauschpaketen. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch, schönen Tag noch. Ciao.